Heute geht es mal um Effizienz in Modern Warfare 3 Zombies. Und zwar müssen so viele Baupläne gefunden werden, dass wir euch heute mal zeigen, wie man diese Baupläne am besten farmt in den höheren Stufen mit relativer Leichtigkeit und sogar noch am besten solo. Warum solo? Ja nun, es ist ja ganz klar, wenn ihr alleine reingeht, dann gehört euch auch alles. Nein, Quatsch. Es ist ja so, das Ganze ist als Teamspiel aufgebaut und natürlich seid ihr als Team auch sehr effizient. Aber als Solospieler habt ihr zum einen einen größeren Kick, zum anderen seid ihr auch effektiv, weil ihr wirklich gezielt euren Plan durchziehen könnt. Es ist schwerer, aber ich versuche euch jetzt zu helfen, wie es auch als Solo noch relativ leicht zu machen ist. Die Zusammenfassung für die ganz schnellen jetzt vorneweg. Und zwar geht es darum, ihr sammelt 5000 Geld, geht in die rote Zone, holt euch da eine goldene Waffe, Packerpunch diese und farmt dann in Zone 2 und 3 die Baupläne. So, das war's jetzt erstmal. Die Details kommen jetzt. Wem das reicht, dann bis zum nächsten Mal an dieser Stelle. Fangen wir mit dem Start der Runde, mit den Aufträgen. Und zwar ist das so, hier kommt es ein bisschen drauf an, ob ihr als Team oder als Solo reingeht. Grundsätzlich geht es darum, so schnell wie möglich Aufträge anzunehmen, um an diese ominösen 5000 Essenz ranzukommen. Die 5000 braucht ihr, um die goldene Waffe zu kaufen in der roten Zone. Also, wie kriegt man jetzt am schnellsten dieses Geld? Und zwar ist es so, es gibt Aufträge, die schneller gehen, die langsamer gehen. Das kommt so ein bisschen auf euren Spielstil an. Wenn ihr solo reingeht, kann ich euch nur empfehlen, den Transport auszuwählen. Also diese Frachtsicherung. Denn hier ist es so, dass ihr ein Fahrzeug bekommt. Ihr könnt direkt zum Ziel fahren. Das geht super schnell. Ihr habt keine Wartezeit. Ihr könnt dort die Ladung abgeben und dann das Geld kassieren. In der Regel sind das dann 2000 Belohnungen in der Zone 1. Und da kommt noch oben drauf, dass ihr dann ein Fahrzeug habt. Und zwar ein sehr gut gepanzertes Fahrzeug, mit dem ihr dann die weiteren Aufträge anfahren könnt. Also das ist, würde ich mal sagen, mit Abstand der schnellste und effizienteste Auftrag. Wenn der in eurer Nähe ist, solltet ihr euch den extrem schnell schnappen. Was ich persönlich auch noch sehr, sehr gerne spiele, ist, diesen Waffenschrank zu sichern. Da müsst ihr nämlich nicht drin bleiben in dem Raum und dort am Schrank euer Leben verteidigen, sondern ihr könnt halt aus dem Gebäude rausgehen. Ihr dürft nicht zu weit weggehen von dem Waffenschrank, aber ansonsten könnt ihr schon einen gewissen Abstand einhalten und deswegen relativ leicht diesen Auftrag machen. Also den mache ich auch wirklich gerne und der ist sehr effektiv, zumal ihr auch noch durch diesen Schrank extra Belohnungen bekommt. In dem Beispiel hier sehen wir, wie die Zombies ein Stück Fleisch fallen gelassen haben. Und jetzt ist es so, ich würde jetzt nicht empfehlen, dieses Fleisch extra zu farmen, also aktiv auf das Fleisch zu gehen. Aber wenn ihr einen Zombie seht, vor allem als Solospieler, wenn ihr einen Zombie seht, dass der ein Stück Fleisch fallen lässt, um Himmels Willen, nehmt dieses Stück Fleisch los auf, denn das ist als Solo sozusagen eure beste Garantie, also das Beste, was ihr machen könnt. Damit könnt ihr nämlich den Hund zähmen. Ich zeige euch das mal ganz schnell und zwar fahrt ihr mit dem Auto die Straßen entlang, am besten in so Wohngebieten, also ein bisschen abseits. Und jetzt ist es so, dass wenn ihr in die Nähe einer Hundehütte, kommt, dass dann diese Hundehütte auf der Minimap erscheint. Das heißt, ihr müsst ein bisschen abfahren, immer so auf die Karte achten und sobald die Hundehütte erscheint, aussteigen, zur Hütte gehen und dort ein Stück Fleisch reinschmeißen. Also ein Stück Fleisch reicht schon und die Hütte explodiert, der Hund erscheint und folgt euch. Und das Besondere ist jetzt, zum einen ist er so ein bisschen euer Leibwächter, das heißt, er lenkt die Zombies ab, was Gold wert ist. Dadurch könnt ihr zum Beispiel Schildträger von hinten abschießen, weil der Hund sie ablenkt. Oder ein Boss-Zombie jagt den Hund und ihr könnt ihn entsprechend bearbeiten oder nachladen. Aber vor allem heilt er euch auch, beziehungsweise belebt euch wieder. Das heißt, wenn ihr down geht, kommt der Hund und schenkt euch ein neues Leben. Das heißt, es ist sozusagen ein Free Revive und zwar mehrfach. Deswegen ist dieser Hund einfach Gold wert. Und das Coole ist, er bleibt bis zum Ende der Runde. Das heißt, wenn er nicht stirbt, durch einen besonders schweren Bossgegner, also da muss schon wirklich einiges passieren, dass euer Hund down geht, dann habt ihr bis zum Ende der Runde diesen Leibwächter und euren Lebensretter. So wertvoll jetzt dieser Hund auch ist, würde ich aber wie gesagt nicht aktiv unbedingt auf das Fleisch gehen zum Suchen, weil es halt unter Umständen sehr lange dauern kann, bis ihr ein Stück Steak findet. Manchmal habt ihr Glück und findet sofort eins. Ihr kennt das Spiel, manchmal dauert es super lange. Ein Punkt an dieser Stelle noch von meiner Seite und zwar, ich hasse die Bot-Aufträge, also da, wo die Menschen-Bots sind und verteidigen. Die Bots sind momentan einfach overpowered. Wir sind übrigens, dieses Video wird in der Preseason aufgenommen, Modern Warfare 3 Preseason, also noch vor dem 6. Dezember. Und zu diesem Zeitpunkt jetzt sind die Bots einfach zu stark. Es ist einfach ein sehr, sehr hohes Risiko, immer wieder diese Bot-Menschen anzugehen. Es muss nicht sein, es kostet auch viel Zeit. Deswegen im Team gar kein Problem. Als Solo umgehe ich gerne diese Bot-Menschen-Aufträge.
haben wir jetzt mindestens 5000 Essenz, kann ruhig mehr sein. Im Grunde genommen brauchen wir auch kurzfristig die 10.000. Aber sollten wir die 5000 jetzt beisammen haben, schnappen wir uns ein Fahrzeug, entweder ein ganz schnelles Fahrzeug oder eben den gepanzerten LTV und fahren in die rote Zone. Und zwar sehen wir hier zwei Punkte, wo wir gut hinfahren können. Das ist einmal unten links, da ist ein Wall-Buy sozusagen direkt hinter der Brücke. Und oben an der Karte im roten Bereich, auch hier ist ein Wall-Buy direkt hinter der Brücke. Das heißt, ihr fahrt sozusagen nur kurz in die rote Zone rein, könnt dort im Wall-Buy eine Waffe kaufen und wieder abhauen. Das Ding ist jetzt, dass diese Wall-Buys in der Regel goldene Waffen beinhalten, also die höchste Waffenstufe. Habt ihr etwas Pech, dann kann es sein, dass ihr hier nur eine Lilane bekommt. Dadurch, dass ihr nur 5000 Geld, also Essenz dabei habt, würde ich tatsächlich die Lilane nicht kaufen, sondern zur nächsten Wall-Buy-Station weiterfahren und dort die nächste Waffe kaufen, weil die wird auf jeden Fall Gold sein. Also die Wahrscheinlichkeit, dass eine Lila ist, ist schon gering. Dann habt ihr halt Pech und müsst nochmal an die nächste Wall-Buy-Station. Es geht aber darum, dass ihr eben die hochwertigste Waffe bekommt, irgendeine goldene Waffe, und mit der fahrt ihr dann wieder zurück in Zone 2. Diese Waffe ist jetzt euer Bread and Butter und mit der könnt ihr jetzt hier Zombies abschlachten und die ersten Aufträge annehmen. Ähnlich wie in Zone 1, man kennt das Spiel, welche Aufträge gut sind und welche nicht so gut sind. Der Punkt ist aber, dass ihr jetzt schon eine sehr, sehr starke Waffe habt und die soll natürlich gepackerpuncht werden. Das heißt, wir brauchen jetzt so schnell wie möglich die nächsten 5000 Essenz oder eben einen Kristall. Das heißt, solltet ihr frühzeitig einen Kristall finden oder sogar mitnehmen, dann hebt den bitte für diese goldene Waffe auf. Die muss jetzt nämlich unbedingt gepackerpuncht werden. Eine goldene Waffe, die jetzt gepackerpuncht 1 ist, ist so stark, dass ihr im Grunde genommen hier schon bereits alle Aufträge machen könnt. Und seid ihr dann so weit, dass ihr so auf Packerpunch 2 stufen könnt, dann seid ihr wirklich, wirklich auf der sicheren Seite und könnt hier easy die Missionen machen. Also Ziel, Packerpunch 1 bis 2, Aufträge machen und so weiter. Solltet ihr jetzt eine sehr, sehr gute Runde haben, dann könnt ihr natürlich auch direkt mehr Geld sammeln und auf Packerpunch 3 gehen. Denkt dran, Packerpunch 3 ist natürlich in der roten Zone. Wir sehen hier einmal, wie ich in die rote Zone reinrenne und Packerpunch 3 mache. Tatsächlich ist es so, dass ich meine Waffe nur auf Packerpunch 1 habe. Das heißt, in der Zone 3, ich habe jetzt 25.000 Essenz dabei, gehe ich direkt auf Packerpunch 3. Also hau einmal 10.000 raus für Packerpunch 2 und 15.000 für Packerpunch 3 und habe dann die Waffe direkt auf Stufe 3. Wenn ihr jetzt eine relativ gute Ausrüstung habt, also mindestens ein 2er Plattenträger und eben diese Packerpunch 3 Stufe, außerdem das Ganze natürlich in Gold und vielleicht noch eine Munitionsmodifikation, dann seid ihr so gut ausgerüstet, dass ihr jetzt bereits in der roten Zone Aufträge annehmen könnt. Es ist nicht ohne, ich empfehle euch auf jeden Fall hier das Cola-Perk Stehvermögen dabei zu haben. Stehvermögen sorgt dafür, dass ihr euch schneller bewegt, also dass es einfach Gold wird, weil in der Zone 3 die Zombies so schnell sind. Ihr werdet sonst hier und da Probleme haben, den Zombies auszuweichen. Also Stehvermögen meiner Meinung nach absolute Pflicht. Und was ich persönlich auch sehr, sehr, sehr gerne spiele, ist das Perk Tempo Cola, mit dem ihr die Platten super schnell nachladen könnt und eure Waffe ebenfalls super schnell nachladen könnt. Was hier an dieser Stelle auch nicht zu verachten ist, ist der Juggernaut Perk, der gibt euch mehr Leben und hilft nochmal eure Lebensrate zu steigern, sodass ihr wirklich jetzt gut ausgerüstet seid, um in Zone 3 zu bestehen. Der Punkt ist jetzt aber, ihr müsst nicht in Zone 3 bestehen. Ihr könnt jetzt zurück in die Zone 2 gehen und jetzt mit dieser Ausrüstung, holy moly, also wirklich mit einer Leichtigkeit die Aufträge farmen. Und warum farmen wir die Aufträge? Weil das die Dinge sind, die euch die Baupläne geben. Also Belohnungen für die Aufträge, hier sind die Baupläne drin. Je höher die Zone sozusagen, desto höher die Wahrscheinlichkeit für einen guten Bauplan. Allerdings ist es tatsächlich so, dass in Zone 2 gefühlt mehr Belohnungen zu finden sind als in Zone 3. Wir wissen nicht genau, woran das liegt, ob das jetzt ein Balance-Problem ist oder was da los ist. Oder ob in Zone 3 vielleicht, ob es daran liegt, dass nur die besonders guten Baupläne in Zone 3 landen. Aber wenn ihr jetzt die ganz normalen Baupläne finden wollt, wie zum Beispiel Cola und so weiter und so fort, dann ist wahrscheinlich sogar Zone 2 eine Überlegung wert, dieser Zone 3 sogar vorzuziehen. Wollt ihr aber die Wunderwaffen finden, dann ist definitiv die Zone 3 vorzuziehen. Man sagt hier, dass angeblich pro Auftrag in der Zone 3 eine 5%ige Chance besteht, einen Wunderwaffenbauplan zu finden. 5%, also theoretisch müsste man 20 Aufträge machen im Schnitt, dann würde man angeblich schon eine Wunderwaffe finden. Aber halt in der roten Zone. Also das im Hinterkopf behalten, Hauptsache nicht zu viel Zeit verlieren und die Aufträge machen.
Gerade als Solospieler solltet ihr jetzt hier ganz besonders vorsichtig sein, hier nicht zu übertreiben, weil es kann schon gut mal sein, dass wenn man hier Packer Punch 3 Waffen hat und so weiter, dass man sich ein bisschen zu übermächtig fühlt und das Ganze zu sehr ausarten lässt, dass man am Ende vielleicht sogar den Exit verpasst. Ist dem einen oder anderen wohl schon mal passiert, habe ich gehört. Na, jedenfalls solltet ihr auf jeden Fall das Ganze im Auge behalten, die Zeit im Auge behalten, rechtzeitig rausgehen. Und ja, ich mache es hier so, dass ich dann, wenn ich einen Hubschrauber rufe, noch meine Waffe level. Deswegen, ich behalte sozusagen meine Primärwaffe immer noch in der Hinterhand. Das ist hier zum Beispiel die Tech-56. Und für die Goldtarnung muss ich hier noch ein paar Nahkampfabschüsse machen. Ich glaube, Giftabschüsse. Ja, und dann entsprechend die 100 Abschüsse mit der Extraktion. Das kann man halt beim Exit immer super mitnehmen, dass man auch noch die Waffenkamos farmt. Ich habe gehört, Statistiken sagen, dass über 40% von euch sogar solo reingehen. Wir werden jetzt in den nächsten Livestreams auch mal ein paar Umfragen machen. Mich interessiert das sehr, ob das wirklich so ist, dass so viele von euch solo reingehen. Falls ja, größer Respekt davor. Ich bin bis jetzt auch nur solo reingegangen, aber ich weiß, wie schwer das ist und wie nervenaufreibend sowas sein kann. Deswegen, was das jetzt angeht, ich kann es empfehlen, jedem mal auszuprobieren. Das ist wirklich ein ganz anderes Feeling, solo reinzugehen. Das ist wirklich ein schönes Gefühl, auch wenn Teamplay natürlich was Geiles ist. Aber ja, probiert es mal aus. Ihr werdet sehen, das ist nochmal ein ganz anderes Spiel, wenn man solo reingeht. Leute, ich verabschiede mich an dieser Stelle, sage Happy Farming, Good Luck mit den Bauplänen, hasta luego und hasta la vista, ciao, ciao, ciao.